Gut, ja, das letzte Webinar unserer Webinarreihe. Auch vielen Dank an alle treuen Teilnehmerinnen, Teilnehmer und Gäste, die komplett durchgehalten haben. Wir haben jetzt auch die Anmeldelisten für unseren letzten Slot. Ich gehe in diesem Kontext mal ganz kurz auch auf die Einbettung der Webinare und die Verbindung nochmal mit den Präsenzen ein. Am 28. Juni endet ja sozusagen diese Webinarreihe in der Präsenz im Rahmen der Tagung der wissenschaftlichen Begleitung. Wir haben dann einen kleinen 45-Minuten-Slot und der ist für alle von uns, alle, die hier jetzt im Laufe der Zeit dabei waren, in erster Linie als reflektierender Workshop sozusagen gedacht. Also indem wir nochmal in eine Diskussion gehen, was haben die einzelnen Webinare uns gebracht, wo würden wir uns noch Optimierungen dieses Formats vorstellen und dann darüber diskutieren wollen. Unsere beiden Referenten heute beschäftigen sich mit dem Thema eines Anrechnungsstudiengangs. Diejenigen von Ihnen, die bei der Präsenz dabei waren im März in Oldenburg, kennen die Folie. Und bevor ich jetzt zu viel vorweggreife, würde ich direkt übergeben. Herr Stedler, Sie fangen an. Ich hole Ihre Folien vor. Ihnen allen ein schönes Webinar. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an die Webinarteilnehmer. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Ich denke, es gibt gleich Protest, wenn es nicht so wäre. Wir haben das Webinar in ein paar kleine Blöcke geteilt. Und zwar übernehme ich zunächst den Teil der Einführung. Wir haben hier die Gliederung, dass wir also zunächst Zielgruppenanalyse besprechen. Das war auch ein Thema, was die Hochschule Weser-Bergland, für die ich ja stehe, entsprechend verantwortet hat. Für wen machen wir solche berufsbegleitenden Studiengänge? Ich werde ein bisschen eingehen auf Evaluationsdesign und auf den Status. Wo stehen wir überhaupt im aktuellen Projekt? Dann gibt es einen Part, wo wir auch mal eine Frage an Sie stellen werden. Dann übernimmt Herr Seeger und die letzte Drittel übernehme dann ich wieder mit den Punkten 4 und 5, die Sie hier sehen werden, weil wir dann auch noch mal kurz reinschauen wollen, wie war die Logik, dass wir jetzt von den Bedarfen überhaupt zu konkreten Studienprogrammen gekommen sind. Kurz zu meiner Rolle im Projekt. Ich habe die sehr, sehr schöne Aufgabe, die Koordination des Verbundprojektes zu übernehmen und muss sagen, das ist wirklich eine reibungslose, eine tadellose Sache gewesen bisher. Vielen Dank dafür auch an alle Beteiligten. Wir schauen mal rein jetzt in die ersten Anfänge, die wir so gestartet haben vor mittlerweile ja 2,5 Jahren. Wir haben uns angeschaut, dass wir natürlich eine Zielgruppe haben, die durchaus auch heterogen ist. Da gibt es unter anderem die sogenannten Fachinformatiker, die also eine Erstausbildung für einen Fachinformatiker haben. Da gibt es dann wiederum verschiedene Varianten. Da gibt es den Systemintegrator und den Anwendungsentwickler. Haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese Zielgruppe alleine, ohne andere Ausbildungsgänge, die IT-bezogen sind, durchaus groß genug ist, um dafür einen berufsbegleitenden Studiengang durchaus aufzubauen. Sie sehen hier in der Grafik links die Absolventen in den Jahren 2010 bis 2013. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung und rechts die vier Balken sind dann die Neuanfänger für die Jahre und dort ist zu sehen, dass es, ich sag mal, mindestens mal konstant bleibt, diese Bewegung in Richtung Fachinformatiker, wenn nicht sogar leicht steigend ist und das Niveau ist dann halt mit jeweils zwischen 7 und über 10.000 Menschen, die anfangen oder fertig werden mit der Ausbildung auch deutschlandweit recht groß. Das war also die größte Zielgruppe, die wir identifiziert hatten. Wir hatten auch noch ein paar andere Zielgruppen identifiziert. Da kommen wir dann aber auch gleich dazu. Das war so der Anlass, als wir die Zahlen gesehen haben. Jawohl, da wollen wir ein Angebot versuchen zu schaffen. Und das bedeutet natürlich, dass wir nicht nur berufsbegleitend Angebot schaffen wollen, sondern halt auch schauen wollen, was haben die für Kompetenzen, diese Ausgebildeten, und nicht unnötige Doppelungen im Curriculum dann nochmal zu machen, sondern dort per Anrechnung dann die Studenten in einen solchen Studiengang zu bringen.
Die zweite große Zielgruppe, die wir uns auch angeschaut haben, sind nicht erst ausgebildete IT-Fachleute, sondern Menschen, Praktiker, Berufspraktiker, die neben der Erstausbildung auch eine weiterführende Ausbildung haben, in dem Fall auch IHK koordiniert. Diese Begriffe, die Sie hier sehen, das sind diese Operative Professionals, und diese Operative Professionals sind im Grunde die Meisterebene in der IT, wenn Sie so wollen. Herr Diese, Stegler, ja? da gab es im Chat eine Frage zu den begrifflichen Unterscheidungen zwischen Absolventen und Neuabschlüssen von Ja, Frau Weichert. Absolventen sind diejenigen, die fertig geworden sind in dem Jahr, und die Neuabschlüsse sind die, die angefangen haben in dem Jahr. Soweit d'accord, oder soll ich das gerade noch mal reinschreiben? Ja. Nee, Studienanfänger, genau, ja, Frau Weichert, danke. Also nicht Studienanfänger, sondern wirklich die eine Erstausbildung im IT-Bereich angefangen haben. Das sind ja dann in 4, 5, 6 Jahren die Zielgruppe, die dann eventuell in einen solchen berufsbegleitenden Studiengang geht. Okay, danke für die Frage. Die zweite Zielgruppe hier, die Sie hier sehen, die IT-Meisterebene, haben wir uns deshalb angeschaut, weil wir zwei Angebote berufsbegleitend gebildet haben. Einmal für die Erstausgebildeten, die wir zum Bachelor führen wollen. Und die IT-Meister, die Sie hier sehen, die hatten wir anfangs gedacht, führen wir über eine einjährige Brückenphase mit Angeboten zu Mathematik und anderen Dingen, führen wir direkt in ein Masterprogramm rein, weil ja, ich sag mal, die Logik auf europäischer Ebene und die politische Logik ist, dass die Meisterebene ja irgendwie das Bachelor-Niveau hätte, zumindest gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig. Das wollten wir halt mal prüfen. Da wurde uns dann aber doch im Laufe der ersten Monate des Projekts klar, dass wir es in Niedersachsen so nicht durchführen können. Also das niedersächsische Ministerium hat einen ganz klaren Standpunkt und sagt, nein, in Masterprogramme, egal wie die Brückenphasen dann aussehen sollten, werden nur Menschen zugelassen, die schon eine akademische Erstausbildung haben. Trotzdem haben wir da eine Lösung gefunden, da kommen wir nachher zu. Also diese Meisterebene ist natürlich etwas kleiner von den Zahlen als die, die wir gerade gesehen haben. Da sind die Abschlüsse so im mehrere Hunderter Bereich pro Jahr. Das sind hier die Absolventen. Da gibt es dann hier drei verschiedene Gruppen, die wir uns näher betrachtet haben. Die Business Consultants, Systems Manager und die Business Manager. Ja, mal ist das ein bisschen oder auch sehr absteigend, die Kurve beim Consultant beispielsweise, aber mal ist die Kurve auch aufsteigend. In Summe war uns das aber auch genügend, dass wir gesagt haben, ja, die drei Operative Professional Arten schauen wir uns auch an und versuchen dort ein passendes Programm für die akademische Weiterbildung zu bauen. Ein Abschluss, der vierte, der Marketing Manager, den es da auch gibt bei den OPs, bei den Operative Professionals, der ist ohne Abschluss und insofern von uns nicht berücksichtigt worden. Das sind also so grob gesagt die beiden großen Zielgruppen. Die einen wollen wir zum Bachelor führen und diese hier, die IT-Meisterebene, haben wir vor, zum Master zu führen. Wir kommen dann zu ganz exemplarischen nur Auswertungen, Umfragen, die wir gemacht haben. Wir haben also im Vorfeld in der frühen Phase des Projektes viele Interviews, auch längere Interviews geführt. Wir haben auch ein paar Umfragen gemacht, zum Teil auch per Internet mit vorgefertigten Frage-Antwort-Möglichkeiten. Wir wollten so ein bisschen wissen, das ist hier ein Beispiel nur von der Zielgruppe selber, von den Interessenten. In dem Fall die Operative Professionals. Ja, was könnte Sie denn eigentlich dazu bewegen? Was motiviert Sie überhaupt, ein solches Studium aufzunehmen? Damals war noch direkt der Mastereinstieg geplant zum Zeitpunkt dieser Umfrage. Das waren etwa 40, 50 Operative Professionals, glaube ich, die hier befragt wurden. Und Sie sehen dann hier die häufigsten Antworten, die es gab, von persönlicher Weiterentwicklung über mehr Führungsverantwortung, Jobaussichten, Gehalt, Titel, auch so ehrlich waren sie dann manchmal, dass natürlich auch ein Titel dann lockt. Persönliches Erfüllen, mehr Fachverantwortung kam interessanterweise recht
Am Ende erst in der Prioritätenskala und private Anerkennung dann auch. Modus entsprechend der häufigst genannte Wert. 6 heißt also eine völlige Zustimmung. Jawohl, das ist absolut wichtig für mich, die persönliche Weiterentwicklung. Eine 1 wäre halt, nee, das ist für mich gar nicht wichtig. Und der Median hier rechts daneben ist dann entsprechend die mittlere Antwort. Unterscheidet sich nicht groß zum Modus, zeigt also auch, dass die sich da nicht große Ausreißer haben erlaubt. Das war eine ziemliche Einigkeit in der Reihenfolge der Erwartungen. Wir haben natürlich viel, viel mehr noch abgefragt. Wir haben auch zu möglichen Inhalten dann Dinge abgefragt. Aber hier haben wir schon erkannt, dass es denen weniger um viele, viele fachliche Themen gehen wird in einem solchen Master, sondern auch viel um Management, um BWL-Wissen und so weiter gehen werden muss. Das war so der erste Aufschlag. Das war die Master-Zielgruppe. Ich habe dann auch eine weitere exemplarische Umfrage dabei. Das war die Bachelor-Gruppe, also die IT-Erstausgebildeten. Die haben wir dann gefragt, hier in diesem Fall zu, ja, welche Themenfelder im Studium fändet ihr denn besonders wichtig? Und hier waren auch in dem Fall waren es die Unternehmen, Entschuldigung, die Unternehmen, die wir auch befragt haben. 30 Stück an der Zahl. Auch dort, wenn man sich das anschaut, eine ähnliche Geschichte, wie das aus der Umfrage eben herauskam. Wenn Sie mal schauen, so richtig viel Fachliches kam erst hier bei dem Punkt 6, bei der Zeile 6, Programmieren oder auch dann Marketing und Vertrieb. Davor, diese ganzen Themenbereiche sind ja eher allgemeinerer Natur, die offensichtlich die Unternehmen dort für ihre künftigen Absolventen wichtig fanden. Insofern hat dann natürlich die Grundlagen der BWL, Projektmanagement und Sozialkompetenz etc. Einzug gefunden, logischerweise ins Studium. Diese ganze Phase der Umfragen, der Interviews hat auch so etwa 1,5 Jahre gedauert. Wir haben also auch schon dann parallel an den möglichen Studienprogrammen gearbeitet, während wir dort noch weitere Leute befragt und ausgewertet haben. Das war schon durchaus auch manchmal aufwendiger. Wir hatten da Unterstützung, insofern gut, dass wir in einem solchen Programm auch dabei sein können. Unterstützung von 2 externen Partnern, die entsprechend im Weiterbildungsmarkt tätig sind. Und insofern mussten wir nicht alles seitens der Hochschule machen, was in der Tat auch schwierig geworden wäre. Wir haben dann weiter ein Evaluationsdesign, was wir von Anfang an entsprechend versucht haben, auch so nicht nur abzustecken, sondern auch durchzuführen. Wir haben also das eingeteilt, dieses Projekt in verschiedene Phasen aus seitens der Interessenten, der Teilnehmer und haben gesagt, es gibt eine lange Phase der Abwägung. Die war auch in der Tat ein Jahr lang für uns alle. Macht das Sinn für mich, so ein Studium? Wir haben auch 2 größere Workshops gehalten, Infoveranstaltungen in Hannover, nicht in Hameln, wo der Standort der Hochschule Weserbergland ist, sondern in Hannover, dass auch wirklich die Anreise für die Interessenten eine leichte war. Die waren auch sehr, sehr gefüllt. Da waren bis über 50 Leute jeweils dabei und die haben auch viele Fragen gestellt und das ist so die erste Phase gewesen, wo wir auch dann mit strukturierten Interviews die befragt haben. Wir haben eine zweite Phase dann gehabt, das war im letzten Jahr, dass wir eine Bewerbungsphase hatten von mehreren Monaten, wo wir Unterlagen dann eingefordert haben, aber auch zum Teil auch noch Gespräche geführt haben, auch Prüfungen, so Kenntnisprüfungen angesetzt hatten, um dann die beiden Studiengruppen, kommen wir noch zu, entsprechend sinnvoll zu füllen. Wir haben dort dann entsprechend andere Fragen natürlich auch gestellt. Die dritte Phase, die Orientierungsphase im Studium, da sind wir jetzt zurzeit im zweiten Semester. Das erste Semester hat im letzten Herbst begonnen und insofern die Orientierungsphase ist bei allen vorbei, mal mehr oder weniger ja stressfrei, sage ich mal so. Aber das wurde uns früh schon gespiegelt von den Interessenten, dass sie schon eine Menge Ängste haben, also beispielsweise Mathematik, was natürlich nicht so überraschend kommt. Mathematik ist eine Angst. Wir haben auch früh klar gemacht, dass Englisch bei uns ein Thema ist im Studium. Auch das waren Ängste.
Auch Ängste in, oder Hemmnisse in Richtung Belastung war ein großes Thema. Vereinbarkeit mit Familie, Beruf und auch die berufliche Situation. Und all das hat sich dann auch wiedergespiegelt, wie wir dann auch sehen werden. Was wir zurzeit machen, ist halt, dass die beiden Studiengruppen den Studiengang erproben, die Studiengänge erproben. Und wir machen jetzt im Zuge der Erprobung eine Längsschnitt-Evaluation. Und die sieht im Wesentlichen so aus, dass wir auch wiederum extern begleitet in jedem Semester einen Abfragepunkt, Zeitpunkt haben für alle Probanden mit einem gleichartigen Fragebogen in dem Fall, wo die immer wieder auch von zurückliegenden Semestern gefragt werden, unter anderem, wie wichtig fanden Sie jetzt dies oder jenes Modul für Ihre jetzige Praxis? Wir wollen also auch sehen, wie sich diese Einschätzung zu den verschiedenen Inhalten, zu den Modulen im Studium dann eventuell auch ändert. Wir erwarten, dass sich da manche Dinge ändern in der Einschätzung, wie relevant ist dies oder jenes. Aber wir sind auch gespannt, was da wirklich dann rauskommt. Und wir machen das extern deshalb, weil das dann in unserer Sicht anonym ist. Wir kriegen also nachher nur eine ID. Wir wissen nur, ja, das ist eine und dieselbe Person, die diese und jene Antworten über die Semester geliefert hat. Wir wissen dann aber nicht, welche Person, weil wir da erhoffen, dann auch neutralere und offenere Antworten zu bekommen. Das ist so im Wesentlichen grobe Züge unseres Evolutionsdesigns. Und dann kommen wir auch schon zu dem Status, wo stehen wir heute? Probanden haben wir gewonnen. Ja, wir hatten tatsächlich auch mehr Interessenten, als wir aufnehmen konnten. Wir mussten tatsächlich ein Auswahlverfahren stattfinden lassen. Wir wollten ursprünglich in diese beiden Studiengruppen so ungefähr je 15 Studenten aufnehmen. Es waren mal einmal etwa 50 Bewerbungen und das andere Mal waren es etwas über 30 Bewerbungen. Also insofern war das schon durchaus ein erster Hinweis, dass wir da vielleicht auch offene Türen getroffen haben, dass da wirklich ein Bedarf ist. Wir sind in diesen beiden Studiengruppen, hier gibt es glaube ich auch einen Zeiger, mal gucken, wo ich den Zeiger finde. Eben hatte ich noch einen Zeiger, Herr Stöter. Wo gibt es hier so einen Oben Zeiger? Ah, in jetzt der sehe ich La ihn. Ja, danke. So, wir haben hier diese Studiengruppe Bachelor Wirtschaftsinformatik, so nennen wir die. Das sind die, wenn Sie sich erinnern, die rein Erstausgebildeten, also beispielsweise die Fachinformatiker. Das ist nicht die Meisterebene. Dort haben wir mit 19 Studenten begonnen und haben tatsächlich aktuell auch noch 18 Studenten, was uns sehr, sehr freut. Im Moment haben sie so eine kleine ja, Durststrecke, diese Studiengruppe, weil Mathe-Klausur wurde gerade geschrieben, da sind 40% durchgefallen. Und da wird es vielleicht auch noch den einen oder anderen Abbrecher geben, aber im Grunde sind die schon jetzt fast, ja, die sind schon dreiviertel Jahr dabei und erst ein Student ist dort, ein Proband ist abgesprungen. Das hat uns selber überrascht. Die zweite Zielgruppe, dieses, was wir jetzt hier im Moment Master IT Business Management nennen, auch wenn die noch in der Bachelorphase sind, die ist mit 23 Studierenden gestartet und dort hatten wir relativ schnell nach wenigen Wochen schon die ersten Abbrecher. Wir sehen, von 23 sind aktuell noch 15 dabei. Die haben allerdings auch schon Mathe geschafft. Also insofern, toi toi toi, hoffen wir mal, dass da jetzt nichts weiter passiert. Da sind einige aber abgesprungen. Es war jetzt gar nicht mal so, dass das Mathe das Thema war. Es war auch mal ein Thema. Es war aber auch, dass wir gemerkt haben, dass die eine andere Belastung haben. Die IT-Meister sind im Job schon deutlich weiter als die Erstausgebildeten, sind also in höherer Verantwortung. Viele haben auch schon Familie und Kinder und haben also mehrheitlich auch gesagt, das ist im Grunde die private Situation, die es nicht zulässt und dass sie sich nicht vorstellen konnten, dass es so viel Aufwand sei, so ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Insofern können wir uns das erklären, warum wir doch einige abgebrochen haben. Ist aber auch noch eine wichtige Info für uns gewesen, dass es tatsächlich dann auch so ist. Ja, zur Studiengangdurchführung. Wir, das haben Sie schon gesehen, machen viel Feedback einholen seitens der Studierenden. Wir haben auch einen, ich sag mal, einen Projektmitarbeiter, der selber Proband ist, der also eine IT-Erstausbildung hat und dort in der
Bachelor-Wirtschaftsinformatik-Gruppe ist, sodass wir tatsächlich auch, denke ich, Dinge mitbekommen, die wir sonst so nicht mitbekommen würden an Feedback. Mathe ist aktuell für die eine Gruppe noch ein Problem. Da haben wir viel angeboten, Brückenkurse, Vorbereitungskurse. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel, der auch sehr gelobt wird von den Probanden. Aber es ist natürlich eine gewisse Hürde. Englischmodule finde ich spannend. Ja, dass die schaffen da ihre Level, B2, B1, was auch immer da nach europäischem Referenzrahmen da leistbar ist, das schaffen die zwar, aber viele sagen, nicht alle, viele sagen, wofür machen wir das? Das war wieder auch eine Überraschung für uns, weil wir dachten, dass gerade in der IT Englisch schon als wichtig angesehen wird. Es gibt aber so einige Probanden, die offensichtlich damit wenig Moment, sagen wir so, im Moment zu tun haben. Auch wenn wir denken, dass wir den Studieneinstieg doch stark betreut, begleitet haben, ist schon aber klar geworden, dass wir an einer oder anderen Stelle noch mehr Betreuung leisten müssen. Zum Teil haben wir das auch sofort einsehen können. Kommen wir später auch noch drauf, dass wir daraufhin die Studieneingangsphase nochmal ändern werden. Und das würde dann natürlich dann erst greifen, wenn wir den oder die Studiengänge akkreditieren. Last not least, das auch im Vorgriff, das kommt nachher in meinem letzten Slot nochmal. Wir haben sogenannte Integrationsmodule geschaffen, die dann Kompetenzen aus der Beruflichkeit über den Weg einer Hausarbeit in das Studium integrieren. Und diese Module sind als sehr hilfreich aufgenommen worden und sind nötig für uns, um tatsächlich dieses Problem zu lösen, dass wir die IT-Meister nicht direkt in einen Master packen können. Aber dazu denke ich mal später mehr. So, wir sind am ersten Ende des Folienteils angelangt von meiner Seite. Herr Stöter, ich glaube, wir haben eine Frage jetzt ans Auditorium. Genau, Frage 1. Mach das nochmal etwas deutlicher. Steht ja jetzt im Vordergrund. Sollten Sie jetzt sehen, die Hinweise und die entsprechende Frage. Genau. Wollen Sie da noch was zu sagen, Herr Stiedler, Herr Seeger? Das war ja die Frage, die im Vorfeld den Ja, Teilnehmern noch. also das ist so der Punkt, wo wir denken, das betrifft ja nun jeden von uns an Hochschulen. Ja, wofür machen wir eigentlich solche Studienprogramme? Sie haben gesehen, dass wir jetzt natürlich auch durch Unterstützung, weil wir im Projekt gefördert werden, uns da eine Menge Mühe hinsichtlich Abfrage, Umfrage, Empirie gemacht haben. Und wir hatten natürlich schon eine klare Idee vor Augen, das müsste eigentlich eine gute Zielgruppe sein. Muss aber auch sagen, wir haben das selber so strukturiert an unserer Hochschule auch noch nicht gemacht bis jetzt. Und sehen hier Potenzial. Vielleicht gibt es ja auch ganz spezielle Zielgruppen, die Sie schon im Auge haben. Vielleicht ist da jetzt was im Kopf entstanden auch. Und insofern, wenn Sie das wünschen, können wir da auch gerne einen kurzen Dialog führen, welche Zielgruppen Sie da vielleicht sehen oder ob das für Sie das gar nicht in Frage kommt. Vielleicht meldet sich im Chat jemand beispielsweise. Hallo, hier ist Barbara Jacobi aus Bremen. Hören Sie mich? Ja, sehr gut. Ja, also ich würde gleich mal, chatten dauert mir zu lange jetzt bei der Frage. Also es ist so, dass wir teilweise pauschale Anerkennung in berufspädagogischen Studiengängen haben. Da sind auch die meisten Leute, die aus der Berufswelt kommen, drin. Und bei uns ist das genauso, dass Englisch in der Regel kein Problem ist, während natürlich die mathematischen Sachen, da machen wir auch Brückenkurse und so. Das ist zur Frage 1. Zur Frage 2, Hemmnisse. Die kommt aber gleich Ah, okay, noch. Die alles würde ich klar. Also gerne noch das ein zu Frage 1, wie gesagt, bisschen so schön. berufspädagogische Studiengänge, da haben wir auch eine pauschale Anrechnung schon in den Prüfungsordnungen verankert. Bei den anderen bleibt es eigentlich bei individuellen Anrechnungen. Mit allen Aufwänden, die dahinter stecken, wenn man halt individuell Genau. einrechnet. Genau. Ja, herzlichen Dank für
dieses Beispiel. Vielleicht gibt es noch ein, zwei weitere Beispiele. Ich sehe, dass da gerade jemand im Chat zumindest einen Versuch einer Eingabe macht. Ah. Ah, das scheint eine längere Textsache zu sein. Oder auch jetzt auch nicht mehr. Also vielleicht noch einen Hinweis. Wir haben natürlich in der Berufswelt das Problem, dass dort sehr komplexe, branchenspezifisch auch sehr komplexe und unterschiedliche Dinge da sind. Also beispielsweise haben wir auch mal im Pflegebereich uns die Dinge angeschaut, jetzt nicht im Rahmen dieses Projektes. Und dort, wenn man da nicht über sogenannte Berufsfachschulen dann auch noch geht, die dann die eigentliche Pflegeberechtigung ausstellen können für die Weiterbildenden, geht es dann auch nicht. Also wir hatten es hier, so glaube ich, relativ einfach mit den IHK-Ausbildungen, die wir uns angeschaut haben, weil die ja auch bundesweit einheitlich gestaltet sind. Das nächste Thema ist dann, ist das, was Sie vorhaben, bundesweit überhaupt einheitlich gestaltet oder auf Landesebene oder sogar Berufsschulebene, wie auch immer, unterschiedlich. Da haben wir uns nicht rangetraut, weil wir sagten, das ist uns dann auch zu viel Aufwand, aber ich sag mal, es könnte natürlich auch auf den einen oder anderen dann zukommen. Wir haben jetzt Jetzt noch haben wir tatsächlich, zwei ja. Meldungen, genau. Frau Peters, die war ein Tick eher als Herr Gruber und dann haben wir noch den Chat, aber ich würde erstmal Frau Peters nehmen können. Jetzt ist ihr Audio aus. Ja. Ich schiebe mal schnell den Herrn Gruber, na, Ja, bewegt sich jetzt nicht. hat's aber an. Ja. Ja, also wir sind dabei, für die Pflege einen berufsbegleitenden Studium oder weiterbildenden Studiengang zu entwickeln und möchten da die Zielgruppe der bereits fachweitergebildeten Pflegenden heranziehen. Und das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass damit dann hoffentlich auch der Workload sinkt und natürlich die vorher aberworbenen Kompetenzen auch dann zum Tragen kommen. Und wir merken aber, dass es dennoch relativ komplex und schwierig ist, weil wir haben versucht, mit einer übergeordneten Arbeitsgruppe anhand eines europäischen Curriculums uns daran zu orientieren, haben aber da hingehend Probleme bezüglich der Strukturen und Verordnungen der einzelnen Länder bundesweit, also im Rahmen des Föderalismus, weil dann doch die Angebote wieder auch sehr unterschiedlich sind in den einzelnen Bundesländern. Das ist so unser Stand. Ja, herzlichen Dank. Das trifft uns ja in der Tat auch. Hatte ich schon kurz erwähnt mit dem Master Einstieg in Niedersachsen, der halt nicht möglich ist. In anderen Bundesländern ist das in der Tat möglich. Also für mich ist dieser Föderalismus im Bildungs- und Hochschulbereich eher hinderlich, um es mal so auszudrücken. Aber damit müssen wir offensichtlich leben. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Chat-Einträge hier, ne, Herr Stöter. Herr Gruber hatte sich auch Ja. noch gemeldet. Sie Ach so. können die Reihenfolge bestimmen, sonst würde ich erst Herrn Ja, dann Gruber nehmen wir doch jetzt nehmen. erstmal die Oder Chat-Beiträge. so, genau, ja. Denn die waren ja schon da. Derzeit wird in Hessen ein Modellversuch durchgeführt, bei dem beruflich Qualifizierte an die Hochschule kommen. Und hier ist es sehr sinnvoll, dass Anrechnungspraxis an jeder Hochschule mitgedacht wird. Ja, in der Tat. Das kann ich nur unterstützen. Wir sind eine kleine Hochschule hier, Hochschule Weserbergheim in Hameln und hatten relativ wenig an Reibungsverlusten in der Hochschule, aber auch bei uns gab es dann durchaus auch ein, zwei Gegner dieser Geschichte. Und ich kann mir vorstellen, dass an größeren Hochschulen das natürlich noch viel, viel schwieriger ist, zumindest eine Einheitlichkeit dahin zu bekommen, wenn das überhaupt möglich ist. Aber ich glaube, da kann Kollege Seeger auch gleich noch mal viel besser was zu sagen, weil er ist der Experte im Thema Anrechnung. Wollen wir jetzt Herrn Gruber nehmen? Herr Seeger hatte sich gerade noch gemeldet. Wollten Sie direkt zu dem Chat auch, Herr Seeger? Wollte etwas zu der Sache in Hessen sagen, da ich ja aus Hessen komme. Dann dürfen. Dieser Modellversuch in Hessen, der läuft jetzt seit ungefähr einem Jahr, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber der ist eines der besten Beispiele dafür, wie man es eigentlich nicht machen sollte, muss man auch nochmal sagen. Weil der lief praktisch so, dass im Grunde genommen im Hintergrund die Arbeitgeberverbände zusammen mit der Wissenschaft und Modellversuch den Hochschulen
im Grunde aufgezwungen haben. Die Hochschulen waren da nie in den Dialog involviert, um diesen Modellversuch vorzubereiten, und dementsprechend muffig haben die dann auch auf diesen Modellversuch reagiert. Also in dem Punkt macht dieser Modellversuch sehr deutlich, es ist immer gut, wenn man hier praktisch von den Übergängen der beruflichen Bildung in die hochschulische Bildung redet, dass man auch mit allen Partnern redet und alle Partner immer an den Tisch holt. Und das lief hier ein bisschen schief. Das wollte ich nur noch anmerken. Okay, danke. Dann Herr Gruber jetzt noch. Als letzter. Ich hoffe, es ist ganz kurz. Zum Thema Anrechnungen bzw. Anerkennungen. Wir haben unsere Module sehr stark nach funktionellen Gruppen strukturiert und haben deshalb in dem ein oder anderen Modul Leute, die diese Funktionen gemacht haben. Also Beispiel bei Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit gibt es Leute, die mit diesen Dingen beschäftigt waren und kommen, so dass wir dann hier eine, in dem Fall individuelle Anrechnung, weil man muss dann schauen, was hat derjenige konkret gemacht, tun können. Und das andere ist eher eine Anerkennung, also eine Anrechnung. Wir haben ja auch für die Masterarbeit wissenschaftliches Arbeiten, Lesen und Verfassen wissenschaftliche Arbeiten, dass wir pauschal anerkennen, sobald jemand einen akademischen Titel vorweist. Ist ein bisschen in die andere Richtung, weil es nicht sozusagen für die Qualifizierung dient, aber hier sind so zwei Dinge, die man dann mehr oder weniger ungesehen anrechnet, wenn jemand formal beibringen kann, dass er das wissenschaftlich gearbeitet hat. Herr Seeger, Herr Städtler, Sie sind noch da. Ach so, ja, wenn wir jetzt keine weiteren Wortmeldungen haben, würde ich vorschlagen, machen wir im nächsten Teil weiter. Gut, dann vielen Dank nochmal für die Diskussionshinweise und Impulse. Ich wechsle mal. Okay, Herr Stötter, dann übernehme ich jetzt. Ja, herzlich gern. Okay. Mein Part bei diesem Webinar ist es, Ihnen praktisch nochmal zu zeigen, von der Äquivalenzanalyse her, welche Schritte dann notwendig sind, um so einen Anrechnungsstudiengang weiterher, ich sag mal, konzeptionieren, vorzubereiten. Und dafür werde ich mit Ihnen praktisch diese 10 Schritte, die Sie hier auf dieser Folie sehen, kurz Ihnen beispielhaft erläutern, um was es da geht. Weil das sind letzten Endes 10 Schritte der Äquivalenzanalyse im Kontext der Entwicklung eines Anrechnungsstudienganges. Es geht ja prinzipiell darum, dass wir eben berufliche Profile haben, hier eben die IT-Aus- und Weiterbildung. Wir wollen gucken, inwiefern eben ein bestimmtes Quantum an Lernergebnissen von vornherein eben anrechenbar ist auf potenzielle Module, die dann entwickelt werden, eben Anrechnungsmodule in dem Studiengang, sodass jemand, der sich für einen solchen Studiengang interessiert und eben diese Vorqualifikation mitbringt, von vornherein eben bestimmte Module angerechnet bekommt und dies eben auch weiß. Ich werde Ihnen jetzt ganz kurz diese 10 Arbeitsschritte skizzieren und möchte gleich vorwegschicken, dass Teilnehmer, die dann sozusagen näheres Interesse daran haben und dann näher drüber reden wollen, wir das auch gerne sozusagen in den nächsten Tagen und Wochen miteinander vereinbaren können, weil natürlich in jedem ein bisschen mehr drinsteckt als das, was ich zeigen kann. Nur damit Sie das wissen. Also das Thema muss nicht mit dem Webinar heute erledigt sein. Wer da näheres Interesse hat, kann da gerne dann auch nochmal auf mich kommen. Ja, der erste Schritt ist eben, dass man jetzt auch hier im Verband bzw. im Verbund sozusagen einen Konsens darüber erzielt, was denn geeignete Niveaustufen sind, die mitgebracht werden müssen, damit man eben aus Lernergebnissen einer beruflichen Qualifizierung was Anrechenbares bauen kann für Studienmodule. Da haben wir uns eben orientiert, zum einen am deutschen Qualifikationsrahmen und den Zuordnungen der Abschlüsse hier. Da muss man sich eben letzten Endes darüber einig werden, dass
auch was an einer Hochschule gelehrt wird, letzten Endes nicht alles sich immer auf Level 6 oder 7 abspielt, also auf Bachelor- oder Master-Level, sondern dass es durchaus eben auch Module geben kann, die auf einem niedrigeren Niveau sich befinden, weil ansonsten, wie man hier sieht, bräuchten wir uns überhaupt nicht darüber zu unterhalten, ob wir eben Lernergebnisse aus der beruflichen Ausbildung, die in aller Regel eben auf Level 3 und 4 liegen, anrechnen kann. Wenn wir sagen, alle Module eines Bachelorstudiengangs wären Level 6, dann bräuchte man sich über Anrechnungsstudiengänge und über Anrechnungen aus der beruflichen Qualifizierung gar nicht mehr weiter unterhalten. Wenn man allerdings mit der Thematik offener umgeht, und ich freue mich auch, dass Nina Wachendorf heute dabei ist, die hat nämlich praktisch meine nächste Folie gestaltet in einer Veröffentlichung von ihr, gibt es eben durchaus auch die Möglichkeit, dass man Studiengänge sich mal analytisch anguckt und sich überlegt, welche Module liegen denn im Grunde auf welchen DQR-Stufen. Nina Wachendorf hat ja, wie gesagt, in der Veröffentlichung, die hier auch genannt ist, eben mit einem Kollegen zusammen deutlich gemacht, dass eben innerhalb eines Bachelorstudiengangs zum Beispiel längst nicht alles Level 6 ist. Und ist ja auch nachvollziehbar, wenn man in ein Studium reingeht, weiß man ja am Anfang nicht gleich alles, was man am Ende weiß, sondern da ist eine gewisse Entwicklung drin. Und von daher ist es ganz wichtig, wenn man sich über das Thema Anrechnungsstudiengang unterhält und über die Anrechnung, dass man eben auch einen Konsens über diese Thematik erzielt, dass eben in einem Studiengang nicht alles immer auf Level 6 oder 7 stattfindet. Hat man darüber eben eine Einigung erzielt, kann man eigentlich loslegen, weil das ist letztlich die Arbeitsgrundlage, wenn man einen Rechenstudiengang bauen möchte. Der zweite Schritt ist dann quasi die Niveaubewertung der außerhochschulischen Qualifikation und die Verifizierung. Das heißt, man nimmt sich die Rahmenlehrpläne und die Rahmenpläne der beruflichen Aus- und Weiterbildung vor, zerlegt die eigentlich, wir nennen das dann immer in, also zerlegt die in praktisch Prozesse und guckt sich innerhalb dieser Prozesse die einzelnen Lernergebnisse an. Und wir haben das jetzt hier im Projekt OpenIT eben so gemacht, dass wir dann die einzelnen Lernergebnisse Niveau bewertet haben nach dem Qualifikationsrahmen, nach dem europäischen Qualifikationsrahmen. Und da haben eben externe Experten, die eben auch aus der beruflichen Bildung kommen, die Prüfer in der beruflichen Bildung sind, aber in aller Regel auch Dozenten noch an Hochschulen waren. Die haben eben dann diese Lernergebnisse der außerhochschulischen Qualifikationsziele quasi Niveau bewertet. Und diese Niveaubewertung ist dann natürlich auch durch die hochschulischen Vertreter der HSW, also der Hochschule Weserbergland, unser Verbundpartner, ist diese Niveaubewertung dann natürlich auch am Ende verifiziert worden. Das heißt, die hatten natürlich den letzten Blick darauf als anrechnende Hochschule, ob diese Niveaubewertungen in Ordnung gehen. Was man dazu sagen muss, grundsätzlich ist es eben so, dass man diese Niveaubewertungen auch nach verschiedenen Prinzipien vornehmen kann. Wir haben zum einen eben den europäischen Qualifikationsrahmen, wie wir das jetzt im Moment in OpenIT gemacht haben. Wir haben den deutschen Qualifikationsrahmen, der hier kurz skizziert ist. Sie können das jetzt nicht lesen, aber Sie kennen die Bilder vermutlich alle. Wir haben auch den Hochschulqualifikationsrahmen und letzten Endes haben wir auch noch zum Beispiel Taxonomie, nachdem man eben auch solche Bewertungen vornehmen kann. Das ist letztlich dem geschuldet, wie Ihre Hochschule vorgehen möchte. Je nachdem kann sie dann eben auch diese Modelle wählen. Europäischer, deutscher Hochschul- oder welcher Qualifikationsrahmen auch immer. Oder eben auch, was schon auch weit verbreitet ist, eben sich den Taxonomiestufen zu öffnen. Hat man dann letzten Endes praktisch Qualifikationsziele aus der beruflichen Bildung identifiziert, die auf einem Level liegen, der für die Hochschule akzeptabel ist, geht es im Grunde genommen darum, zu gucken, ob man aus diesen Qualifikationszielen Module bauen kann. In diesem Falle eben Anrechnungsmodule. Ich zeige das mal hier an dem Studiengang Wirtschaftsinformatik, damit Sie das sehen. Das ist sozusagen der Modulplan, die Studieninhalte der Wirtschaftsinformatik. Und wir haben dann eben wir haben hier den ersten Block, das sind die Anrechnungsmodule, die hier entwickelt wurden. Und das zweite Feld hier drüben, das sind die Studienmodule, so nenne ich es jetzt mal, also die Module, die tatsächlich studiert werden. Und das ist jetzt hier in Bezug eben auf den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Ja.
Im zweiten Schritt, also wir haben jetzt praktisch ja die beruflichen Qualifizierungsziele Niveau bewertet, dann haben wir auf der Basis eben die Anrechnungsmodule und die Studienmodule entwickelt. Kommt dann im nächsten Schritt eben, dass wir eben auch diese Module, die dann entwickelt wurden, Niveau bewerten müssen. Weil letzten Endes ja die rechtlichen Vorgaben sind, dass man nur anrechnen kann, was vom Niveau und vom Inhalt her äquivalent ist. Deshalb müssen dann in dem nächsten Schritt eben auch die Module, die an der Hochschule entwickelt wurden, Niveau bewertet werden. Und im nächsten Schritt kommt es dann eben zwischen Niveau-äquivalenten, Modulen und beruflichen Prozessen zu einem Mapping. Wir haben jetzt hier praktisch auf der linken Seite die Module mit den Niveaubewertungen. Wir haben auf der rechten Seite die beruflichen Prozesse, die zugeordnet wurden mit der Niveaubewertung. Und nur wenn die Niveaubewertungen zwischen diesen Modulen und den beruflichen Prozessen identisch sind oder in einem gewissen Toleranzrahmen liegen, das kann man auch vereinbaren, dass plus minus 1 zum Beispiel auch als Toleranzrahmen vereinbart wird, dann kann man praktisch ins Mapping gehen und die weiteren Schritte einleiten. Weil das ist letzten Endes gesetzlich vorgeschrieben, das Niveau muss äquivalent sein, damit etwas anrechenbar ist. Und hier sehen Sie eben am Beispiel von drei Modulen, die zugeordneten Prozesse und die entsprechenden Niveaus, die hier hinterlegt wurden. Ich habe Ihnen jetzt mal hier positive Beispiele ausgesucht. Es kann natürlich auch sein, dass es Differenzen gibt und dann würde dieses Mapping eben nicht funktionieren. Wenn man jetzt hier lauter Zweier zum Beispiel nur hätte, dann könnte man die Prozesse nicht auf die hochschulischen Module mappen. Würden die beruflichen Prozesse vom Niveau her höher liegen, würde das natürlich wieder gehen, weil dann wären sie durchaus anrechenbar. Dieses Mapping muss dann letzten Endes auch durch alle beteiligten Experten verifiziert werden. Das heißt, wir arbeiten ja mit den beruflichen Experten zusammen, wir arbeiten mit den hochschulischen Vertretern zusammen und was hier dann eben an Prozessen und Niveaustufen miteinander gemappt wird und einander zugeordnet wird, das muss letzten Endes immer wieder auch von jeder Seite akzeptiert werden, um dann auch auf einem Konsens sozusagen den nächsten Arbeitsschritt einleiten zu können. Ist dieses Mapping verifiziert, weil es formal eben in Ordnung geht und Fachleute, die das eben erstellt haben, eben auch sagen, auch von den Inhalten, die hier zugeordnet sind, von den Lernergebnissen, die zugeordnet sind, geht das in Ordnung, geht es dann eben in den nächsten Schritt. Und das ist die Bestimmung des Deckungsfaktors zwischen den Lernergebnissen der Studienmodule und den beruflichen Prozessen, die geordnet wurden. Ich habe jetzt die Tabelle von vorhin hier einfach mal auseinandergenommen, damit ich das größer darstellen kann, sonst könnten wir alle nicht lesen. Aber im Prinzip ist die Tabelle von eben, ergänzt aber noch um diese zwei Spalten, wo es darum geht, eben, dass die Deckungsfaktoren zwischen diesen beruflichen Prozessen und den hochschulischen Modulen festgelegt werden, die ja eben auf äquivalenten Niveaustufen stattfinden. Sie sehen jetzt auch hier Positivbeispiele. Deckungsfaktor 1 ist jetzt beispielsweise der externe Experte, der aus der Berufsbildung kommt. Deckungsfaktor 2 ist der hochschulische Experte, der jeweils modulverantwortliche Professor oder die Professorin zum Beispiel, die eben auch diese Deckungsfaktoren festlegt. So wie hier haben wir eben positive Beispiele. Man hat sich geeinigt eben auf 70, auf 100 oder auf 80% zwischen jeweils diesen Berufsprozessen und eben den entsprechenden Modulen. Sollte es hier zu Differenzen kommen, geht es eben auch darum, dass man dann letzten Endes in einer Beratungsphase sich über diese Differenzen, sollte es die hier geben, berät und auseinandersetzt, sich entweder eben einigt oder eben auch nicht. Wenn man sich nicht einigen kann, kann eben auch keine Anrechnung stattfinden. Wenn man sich allerdings eben halt einigen kann, so wie die Stellen hier, dann kann eben die Anrechnung stattfinden, wenn dieser Deckungsfaktor über dem kritischen Wert liegt, den die Hochschule gegeben hat. Also die Hochschule Weser-Bergland hat in dem Fall eben gesagt, ab 70% der Deckung der zwischen den Modulen und den beruflichen Prozessen rechnen wir an. Und dann ist eben klar, dass ab diesen Prozentwerten dann eben auch diese Anrechnung stattfinden kann und man eben auf dieser Basis dann auch diese Anrechnungsmodule entwickeln kann. Ja, die Verifizierung der Deckungsfaktoren habe ich jetzt eben schon erwähnt und am Schluss geht es eben letzten Endes darum, so wie wir das jetzt eben auch gemacht haben, dass die Hochschule eben entscheidet, okay, das mit den Anrechnungsmodulen geht hier auf der Basis dessen, was wir eben gezeigt haben, in Ordnung. Dieser ganze Prozess ist eben auch dokumentiert.
Und es wurde eben auch überprüft, ob hinsichtlich der anderen Module, die zum Studium eben dann angeboten werden, eben auch keine weiteren Anrechnungspotenziale bestehen seitens der beruflichen und der Prozesse, die dort analysiert wurden. Einfach um auszuschließen, dass hier eben noch mehr Potenziale drin wären zur Anrechnung. Was mich ausschließt, dass jemand mit einem individuellen Bildungshintergrund eventuell noch eine individuelle einen individuellen Anrechnungsantrag stellen könnte, um eventuell noch mehr angerechnet zu bekommen. Aber der Anrechnungsstudiengang an sich basiert eben auf pauschaler Anrechnung, die sich eben hier in diesem vorderen Feld abspielt. Das heißt eben hier zum Beispiel alle Fachinformatiker Anrechnungen, die aus der beruflichen Qualifizierung kommen, die kommen alle eben diese Module, die hier vorne in dem ersten Block stehen, angerechnet. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Für Rückfragen stehe ich da jetzt gerne zur Verfügung und im Nachgang aber eben auch. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Seeger. Ja, Fragen aus der Runde, sonst, wenn ich den Ablaufplan richtig erinnere, hat Herr Stedler nochmal ein paar abschließende Folien. Ja, das ist korrekt. Jetzt würde ich da an der Stelle warte noch kurz, vielleicht im Chat fragen. Nutzen Sie Ihr Mikro. Wechsle sonst schon mal den Foliensatz kurz. Folie ja, wenn es genau Folie 9. Wenn es soweit zum Teil von Herrn Seeger, vielen Dank, Herr Seeger, keine Fragen mehr gibt, noch ein paar Informationen und Erfahrungen, die wir dann so beim Bau der Studiengänge gemacht haben von meiner Seite. Sie sehen hier auf dem Schaubild diese Bachelorgruppe, das sind also die rein Erstausgebildeten. Da sehen Sie jetzt 5 Erstausbildungen jeweils. Hier angefangen mit dem Fachinformatiker, einmal Systemintegration, Anwendungsentwicklung, aber auch hier noch 3 weitere IT-Erstausbildungen, die es in Deutschland gibt. Damit sind wir im Wesentlichen vollständig. Wir haben also angefangen bei der Konzeption mit den beiden Fachinformatiker-Ausbildungen, weil das auch die größten sind von den Teilnehmerzahlen. Um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, wie viel ist da eigentlich möglich, haben dann aber gesagt, wir wollen möglichst die Zielgruppe erweitern, dass wir wirklich alle IT-Erstausgebildeten haben, auch wenn das dann vielleicht hieße, dass wir das ein oder andere an Anrechnungspotenzialen, die es bei der einen Ausbildung gibt und bei der anderen nicht, dann auch nicht ziehen können, weil da war uns halt die große Zielgruppe wichtig und wir wollten auch jetzt nicht 3, 4 mal Splitter Studiengänge machen, nur weil es da noch eine Zielgruppe gibt. Im Ergebnis ist dann rausgekommen, dass die untere Hälfte da, dieser 180 ECTS Bachelor, dass wir pauschale Anrechnungen und schematisch hatten Sie es bei Herrn Seeger gesehen, die Themen, die da angerechnet werden, von 41 Credit Points entsprechend realisiert haben für alle diese 5 Zielgruppen. Und dass wir dann eine Einführungsphase noch haben von einem Semester und dann die Studienphase mit 5 Semestern, also berufsbegleitend 6 Semester. Und hier in dieser Gruppe ist es tatsächlich auch möglich, individuelle Anrechnungsoptionen ziehen. Bei der Meistergruppe, wie wir gleich sehen werden, ist das ein bisschen schwieriger aus formalen Gründen. Es gibt auch Anträge zu individuellen Anrechnungen, die sind aber erst recht frisch und insofern ist da auch noch nichts entschieden. Es scheint so zu sein, dass die Zielgruppe mehrheitlich tatsächlich das Curriculum auch regulär durchlaufen will. So, das ist die Zielgruppe, die dann hier im ersten Studienjahr sich befindet. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir sind hier gerade im zweiten Semester. Ich sag mal, hier so etwa gerade stehen wir. Das heißt, Mathe Statistik wurde gerade Klausur geschrieben. Soziale Kompetenz ist auch noch ein Pflichtmodul. Und ansonsten sehen Sie hier in den ersten linken beiden Spalten die verschiedenen Zugänge,
die wir schaffen mussten für diese 5 Zielgruppen, weil tatsächlich, so hat sich herausgestellt, die Anwendungsentwickler, also die ganze linke Spalte, doch etwas andere Kompetenzen mitbringt als die anderen 4 Gruppierungen, sodass wir dann hier so Übergangsmodule gebaut haben, wie Hardware-Systemarchitekturen oder Betriebssysteme oder Netzwerktechnik nur für Anwendungsentwickler. Interessanterweise hatten wir nur einen Anwendungsentwickler in der Bewerbung drin, den wir dann auch natürlich gleich aufgenommen haben. War auch ein schönes Learning, also die Anwendungsentwickler, und das bestätigt ja auch, sagen wir mal, die Dinge, die wir vom Arbeitsmarkt her so hören, die sind offensichtlich so gut im Job, dass es da nur wenige gibt, die unbedingt eine akademische Weiterbildung wollen. Das ist anders der Fall bei den anderen Teilzielgruppen, die Sie hier in der zweiten Spalte sehen. So, ich will das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Mir geht es nur um ein paar Learnings. Die Folien kriegen Sie im Nachgang ja auch über, ich glaube, die Moodle-Plattform bereitgestellt. Ich gehe mal daher weiter. Wir haben schon aufgrund der ersten Monate Erprobung einige Änderungen, ich habe es angekündigt, vorgenommen, zunächst konzeptioneller Art, weil die Studiengruppe hat es ja durchlaufen. Wir haben also gespiegelt bekommen, dass am Anfang der Sprung ins kalte Wasser doch etwas zu kalt war. Wir hatten hier angefangen mit Einführung in Wirtschaftsinformatik, da war auch wissenschaftliches Arbeiten drin. Die Zeit des Teambuildings war ein bisschen kurz, weil die mussten relativ schnell auch eine kleine Teamarbeit machen. Und insofern haben wir jetzt gesagt, in dem Neuentwurf, da gibt es ein Modul soziale Kompetenz. Und dort wird unter anderem auch was mit Teambuilding gemacht. Dann haben wir die mathematischen Grundlagen noch weiter vorgezogen. Die sind hier schon relativ zu Beginn des ersten Semesters. Die waren im ersten Entwurf links erst am Ende des ersten Semesters, so dass dann die Zeit, diese mathematischen Grundlagen aufzuarbeiten, tatsächlich etwas größer ist, weil die Prüfung dann erst später kommt. Wir haben hier auch ein bisschen aufgeräumt. Sie sehen hier ein paar Lücken im neuen Curriculum. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir im Verlauf gemerkt haben, bei näherer Prüfung, dass so manche Zielgruppe dann doch noch Kompetenzen aufweist, die wir so gar nicht gesehen hatten. Und insofern hat sich auch da das Curriculum noch ein bisschen geändert. Kommen wir zur zweiten Zielgruppe. Das sind die IT-Meister. Da sieht die Sache so aus, dass die halt hier entsprechend eine dieser Erstausbildungen haben, die sie von eben schon kannten, plus eine der drei Business Manager Weiterbildungen haben. Und wir haben jetzt aufgrund der Lage in Niedersachsen zunächst, ich möchte es mal nennen, so einen Turbo-Bachelor eingezogen. Dort schaffen die Meister, ich hoffe, sie schaffen es, in 4 Semestern, in 2 Jahren Durchlaufzeit, entsprechend den Bachelor-Level. Das ist möglich dadurch, dass wir insgesamt 49 Credit Points Anrechnungsoptionen gewähren, pauschal. Es wäre sogar mehr rein inhaltlich möglich gewesen, aber das konnten wir natürlich nicht tun, weil natürlich die Grenze von 50% gilt, die nur maximal anrechenbar sind von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen. Insofern sind die individuellen Anrechnungsoptionen, die hier zwar stehen, ja, formal möglich. Ein Credit könnte man da noch anrechnen, aber das hat sich keiner gewagt zu versuchen, weil lohnt sich eh nicht. Dann werden die im nächsten Jahr irgendwann soweit sein, in die Masterphase zu gehen. Und dort gibt es auch, und das ist interessant, pauschale Anrechnungsoptionen, die wiederum während des Bachelorstudiums zu erbringen sind. Das sind sogenannte Praxisintegrationsmodule, die eines je Semester, Bachelorsemester gemacht werden kann. 4x9 Credit Points, die entsprechende wissenschaftliche Reflexion dessen ist, warum und wie das in der Praxis läuft und warum es vielleicht gut oder schlecht läuft, was ich im letzten Wochen und Monaten erlebt habe, also durch Dozenten der Hochschule dann bewertet. Und dann können wir es halt auch schaffen, entsprechend in 3 weiteren Semestern, 4+3, also in 3,5 Jahren Durchlaufzeit, die IT-Meister zu einem Master-Level hin zu qualifizieren. Gut, das ist noch Zukunftsmusik, das werden wir dann schauen, inwieweit das alles klappt. Die ersten beiden Jahre im Business Manager sehen so aus, das ist ja im Grunde dann die Bachelor-Phase, ähnlich zum Teil, wie Sie das schon gerade bei der anderen Zielgruppe gesehen haben. Und
Ja, da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht groß drauf eingehen. Wir gehen mal weiter in die Änderungen. Auch hier bei der IT-Meistergruppe haben wir doch vom Feedback her Ähnliches mitbekommen, wie das bei der anderen Zielgruppe war. Zu wenig Zeit am Anfang hier bei Einführung Wirtschaftsinformatik zum Teambuilding, zu schnell ins wissenschaftliche Arbeiten gekommen. Und insofern haben wir das jetzt auch geändert hier. Modul Selbstmanagement, dann sofort ein kleines Modul Grundlagenwissenschaftliches Arbeiten, um dann erst die Einführung in die Wirtschaftsinformatik am Ende des ersten Semesters zu machen. Wir werden auch im ersten Semester schon Mathe-Selbsttests bereitstellen, damit die Motivation wirklich da ist, wie Sie hier sehen, im zweiten Semester Mathe-Statistik im Vorfeld dort gegebenenfalls die Lücken aufzuarbeiten. Das sind so die Änderungen da. Der Master jetzt im Vorgriff, was ja erst ab Herbst 2018 dann startet, die Masterphase, dann die drei Semester, die Sie hier sehen, 5, 6, 7. Und hier das Besondere, was ich gerade schon erwähnte, diese erste Spalte, diese vier Module, wir haben sie genannt Berufsintegration und Praxis, 1 bis 4, die aus der Bachelorphase kommen. Und innerhalb der Masterphase sehen Sie hier und dort jeweils in dem Semester 5 und 6 auch nochmal so ein Modul Berufsintegration und Praxis mit derselben Logik wie im Bachelorbereich. Ja, das in aller Kürze die Studienprogramme und die ersten Erfahrungen und auch jetzt von meiner Seite erstmal herzlichen Dank, aber gerne auch noch konkrete Fragen von Ihnen und dann haben wir noch eine Frage 2 an alle, aber vielleicht gibt es ja auch konkrete Fragen zu dem Teil von mir gerade. Kurzer Verweis auf den Chat, da ist eine also grundlegende Frage nochmal. Ah ja, da sind sogar mehrfache Sachen. Ne? Eine grundlegende Frage, der Bachelor und der Master, ein Vollzeitstudium oder berufsbegleitend. Wir haben das berufsbegleitend konzipiert, kann Ihnen auch ganz klar sagen, dass wir die Zielgruppe, die wir angesprochen haben, fast keinen bekommen hätten in ein Vollzeitstudium. Fast alle haben geantwortet, dass sie nicht bereit sind, ein Vollzeitstudium zu machen, was ja hieße, dass sie sich mehr oder weniger von einem Unternehmen, vom Arbeitsplatz verabschieden, wenn das nicht in Ausnahmefällen individuell geregelt wird. Also insofern war da auch der Wunsch zum Berufsbegleitenden ganz klar da. Ansonsten müssten wir das Studium, die Studiengänge auch anders konzipieren. Ansonsten müssten wir diese Berufsintegration und Praxismodule neu denken, die ja nicht gehen, wenn entsprechend Vollzeitstudium ist, außer man das Praktika dann entsprechend gelten. Berufsintegrierend ist ja der zweite Halbsatzfrage. Es ist berufsbegleitend, es ist nicht berufsintegrierend formal gesehen, weil wir keinen Vertrag mit den Ausbildungs-, mit den Unternehmen haben. Aber Sie haben gesehen bei diesem einen Modul Berufsintegration und Praxis, dass wir sehr wohl konkret auf die Berufssituation eingehen und diese Studenten, diese Probanden schreiben dort unterschiedliche Sachen. Also das ist schon so, dass da jeder zu seiner konkreten Arbeitssituation reflektiert und wir nicht irgendwelche Pflichtthemen dann rausgeben. Ja, genau. Das noch mehr zu den Modulen. Wir haben die Modulbeschreibung, wie alles andere auch, veröffentlicht. Jetzt mache ich auch mal einen Chat hier auf www. Jetzt muss ich überlegen, offene Hochschule. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. .org. Auf www.offenehochschule.org haben wir alle unsere Modulbeschreibung und alles andere, auch die Umfragen und so weiter entsprechend veröffentlicht. Da könnten Sie schon noch mal reinschauen, aber gerne auch vielleicht im Nachgang, dass wir dort direkt Kontakt aufnehmen. Sonst Frau P. Oh ja, ich hatte einen Tippfehler. Vielen Dank, Herr Stöter. Das ist ja. Ich dachte, ich arbeite auch noch mal ein bisschen. Nicht zu fassen. Frau Peters okay. Hatte auch noch eine Wortmeldung, Frau Peters. Ja, ich habe noch eine Frage zu den Praxisintegrationsmodulen. Ich habe insgesamt 6 gezählt. Und da so meine Frage: Gibt es da eine Begrenzung oder ist das in der Verhältnismäßigkeit angemessen?
Das ist natürlich eine Frage, die sich jede Hochschule, jeder Verantwortliche selber in der Tat stellen muss. Das ist im Grunde ein Modul pro Semester, ne? Jeweils in den 4 Bachelor-Semestern und in 2 der 3 Master-Semestern jeweils ein Modul. Wir halten das, wenn es ein Modul ist, für angemessen. Und es ist tatsächlich so, wir haben jetzt ja auch erste Einreichungen bekommen, dass dort ungewöhnlich offen auch selbstreflektiert wird. Das müssen wir schon sagen. Das haben wir denen auch gesagt. Wir wollen da nicht irgendwie so Selbstbeweihräucherung, sondern wir wollen zum einen eine wissenschaftliche Aufarbeitung dessen, was sie da gemacht haben, also Literaturarbeit, und dann wirklich eine kritische Selbstreflexion. Und ich war selber überrascht, wie relativ schnell, also innerhalb weniger Wochen, muss man sagen, die Probanden wissenschaftliches Arbeiten sich angeeignet haben. Also ich hätte gedacht, dass wissenschaftliches Arbeiten länger gebraucht hätte. Also das ist schon so vom formalen Handwerkszeug, wie gestalte ich die Quellenarbeit und so weiter, das haben die relativ schnell begriffen. Was natürlich jetzt noch kommen wird im Vorfeld der Bachelor- und dann natürlich auch der Masterphase. Das empirische Arbeiten, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Im Moment arbeiten die noch nicht empirisch. Gibt es da explizit einen Ansprechpartner in der jeweiligen Institution, der den Studierenden hilft? Für was? Für welches Thema? Für den Studierenden als Ansprechpartner in der Institution? Für welches Thema jetzt, Ja, für genau? diese Reflexion und für das wissenschaftliche Arbeiten sozusagen. Ach so, ja genau. Also für wissenschaftliches Arbeiten haben wir natürlich entsprechend einen Referenten, der Ansprechpartner ist. Und für diese Hausarbeiten, die im Rahmen der Berufsintegration und Praxis einzureichen sind, gibt es jeweils auch einen definierten Hochschulprofessor, der dort verantwortlich ist. Und eben in der ersten Runde, im ersten Semester, haben wir das so gemacht, dass das genau ein Kollege war. Das ist hier mein Projektleiter, Kollege André von Zobeltitz, bei dem alle ihre Einreichungen gemacht haben, damit die im ersten Durchlauf tatsächlich ein klares, ganz einheitliches Feedback bekommen. Aber ab dem zweiten Semester haben wir den Kreis der Betreuer, der möglichen Betreuer erweitert. Das sind jetzt etwa 6, 7 Professorinnen und Professoren, die das betreuen können und sollen. Meine Frage richtete sich explizit, ob auch in der Institution, also dort vor Ort, in der beruflichen Praxis jemand ist, der auch Nein. Nein, nein. diese Das ist Online- ja, in der Tat, weshalb ich verneint habe, dass wir formal berufsintegrierend sind, weil das hätte es ja dann gebraucht, ne, dass wir dann zum einen eine formale Übereinkunft mit den Unternehmen, mit jedem einzelnen Unternehmen haben, wo die da tätig sind, unsere Probanden, und dann so etwas wie ein konkreter Ansprechpartner. Ne, also die Logik ist, dass sich das Unternehmen ja auch nicht um die wissenschaftliche Arbeit kümmern soll. Wir sehen das jetzt nicht als Nachteil, sondern die wissenschaftliche ist ja Sache der Hochschule, aber ohne Ansprechpartner, was natürlich passieren kann, ist, dass die alleine gelassen werden, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Und wenn das so wäre, es gibt ein paar wenige Probanden, die nicht ihrem Unternehmen gesagt haben, dass sie berufsbegleitend bei uns hier was machen. Die meisten haben das gesagt. Es gibt aber welche, die das nicht gemacht haben. Von denen sind auch schon einige abgesprungen. Also diese Zielgruppe war überverhältnismäßig da auch bei den Abbrechern dabei, weil sie dann auch kein Commitment natürlich kriegen konnten von ihren Unternehmen. Herzlichen Dank. Ja, noch Fragen? Sonst haben wir schon 4 Minuten überzogen. Dann sollten wir langsam, Herr Stöter, glaube ich, unsere zweite Frage ziehen, ne? Ja, machen wir mal. Ich mache die mal sichtbar. Und die andere entsprechend mal weg. Genau. Also, welche Hemmnisse sehen Sie bezogen auf Ihr Projekt oder Ihre Hochschule, einen Anrechnungsstudiengang zu entwickeln? Also, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich nun das Glück habe, hier an einer kleinen Hochschule Weserbergland tätig zu sein. Da gibt es von 16 Professoren, die wir sind, ich sage mal vielleicht ein, zwei, die da sehr kritisch dem gegenüberstehen. Ich hatte also das Glück, dort relativ wenige Hürden überwinden zu müssen, aber ich weiß und glaube, dass es bei vielen anderen Hochschulen vielleicht anders sein kann. Vielleicht ein kurzer Erfahrungsaustausch, wenn Sie wollen, zu der Seite. Ja, Herr Segers. Barbara Jacobi.
Ja, ich wollte Machen Sie ruhig, Frau Jung. Ja, okay, dann erst Frau Jung. Also Frau Jacobi, Barbara Jacobi von der Universität Bremen. Es gibt natürlich in großen Hochschulen das Problem, dass die grundsätzlich erstmal sagen, wir haben andere Probleme. Wir müssen erstmal unsere regulären Studierenden alle bedienen und sowas wie einen Anrechnungsstudiengang, ja, das läuft dann irgendwie unter ferner Liefen in Projekten. Wir haben so einen auch, aber wie gesagt, es läuft in Projekten und es gibt viel Widerstand überhaupt gegen die Anrechnung außerhochschulischer Leistungen. Also das wird noch ein dickes Brett, was wir da zu bohren haben, bis wir das mit allen Hochschullehrern geregelt kriegen. Da würde mich mal interessieren, wie das an anderen Hochschulen aussieht, ob es da auch so viel Widerstand gibt. Herr Seeger, direkt auch dazu oder nicht? Ja. Ja, gerne. Also wir haben jetzt auch schon in ein paar Fällen solche Prozesse an anderen Hochschulen begleitet. Und ich kann das nur bestätigen, also die Widerstände sind punktuell massiv und dort, wo das Ganze positiv läuft, ist das immer sehr an eine bestimmte Person gebunden, die das dann eben auch befördert und die sich zum Beispiel tatsächlich auch durch die Bedienung einer bestimmten Zielgruppe auch einen Mehrwert für die Hochschule, für die Ausrichtung der Weiterbildung an einer Hochschule verspricht und die eben auch deutlich machen kann, dass da wirklich in einem bestimmten Bereich dann auch was läuft. Wenn man so jemand identifiziert hat, beziehungsweise so jemand eben sich auf den Weg macht, solche Studiengänge zu entwickeln, dann nimmt das auch nach und nach fast das Fuß in der Hochschule, das ist meine Erfahrung. Und der oder diejenige sind dann auch tatsächlich ja wie so eine Art Messias im eigenen Haus unterwegs. Ich glaube, das ist der Weg, der im Moment eben dann auch da gegangen wird und der sozusagen Stück Sonst noch Fragen, Rückmeldungen, Anregungen aus der Runde? Jetzt haben Sie noch die Chance, wobei wir uns natürlich auch in nicht allzu ferner Zukunft in Berlin sehen, so Sie da sein können. Ich sehe jetzt just im Chat auch keine Bewegung, keine Hinweise. Haben 8 Minuten, ja, das passt dann noch überzogen. Dann bleibt mir erstmal vielen Dank nochmal zu sagen an Herrn Seeger, Herr Städtler für die Präsentation, Ihnen für Ihre Beteiligung, für Ihre Fragen und insgesamt auch für den, wie ich selbst finde, soweit ganz, dafür, dass wir jetzt so eine Webinarreihe zum ersten Mal gemacht haben, ganz guten Ablauf so. Ich freue mich, möglichst viele von Ihnen noch in Berlin sehen zu können. Sie hören aber auf den verschiedenen Kanälen auf alle Fälle auch nochmal was von uns. Wir haben in Vorbereitung mit der wissenschaftlichen Begleitung auch nochmal ein Format als Bescheinigung. Das ist ein bisschen noch nicht ganz finalisiert, sage ich mal vorsichtig, wie das genau umgesetzt werden soll. Aber es wird Ihnen diejenigen von Ihnen, die hier an der Webinarreihe in welchem Format, welcher Form auch immer teilgenommen haben, nochmal eine Bescheinigung durch die wissenschaftliche Begleitung ausgestellt werden. Das ist so ein bisschen, dadurch, dass sie mit dem BMBF zusammenhängend verbandelt sind, gibt es immer Abstimmungsschleifen, die sich manchmal ziehen. Aber da bleiben wir dran und in dem Zuge hören Sie auf alle Fälle von uns. Sonst wünsche ich Ihnen noch eine schöne kurze Restwoche. Alles Gute und bis spätestens diejenigen von Ihnen, die da sind in Berlin und sonst auf allen anderen Kanälen hören wir uns. Vielen Dank, schönen Tag und bis bald.